Hallo und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute habe ich für euch ein Video, in dem es um Geschenkideen zum 5. Geburtstag für ein Mädchen geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch ja auch mit dabei. So, loslegen wollen wir mit einer Barbie. Ja, der Kelch ist lange an uns vorübergegangen, aber jetzt am Ende hat er uns dann doch getroffen, denn klar, umso älter die Kinder werden, umso besser können sie ihre Wünsche äußern. Und ich glaube, ich kenne kein Mädchen, was sich nicht irgendwann im Leben mal eine Barbie gewünscht hat. Ja, Emily hatte sich die blinkende Meerjungfrauen-Barbie gewünscht. Als ja, dieses Geschenk natürlich ankam, war die Freude riesengroß. Sie wird auch fleißig bespielt. Also zuerst wurde die gleich mal mit in die Badewanne genommen. Sie ist wasserdicht, kann also mit gutem Gewissen mal im Sommer mit ins Planschbecken oder auch in die Wanne mitgenommen werden. Als nächstes ganz, ganz top aktuell bei so kleinen Mäusen und natürlich auch bei Jungs sind Hörspiele. Emily hat in ihrem Zimmer einen CD-Player stehen, den sie alleine bedienen kann. Sie hat auch ihre CDs griffbereit stehen, denn ich finde es sehr wichtig, dass Kinder in dem Alter auch schon alleine lernen, damit umzugehen. Sie weiß, mit CDs muss man pfleglich umgehen, damit man lange Freude dran hat, auch mit dem CD-Player, und das funktioniert super. Und da hatte sie sich natürlich zum Geburtstag eine Conny-Geschichte gewünscht. Da gibt es auch verschiedene Zweige von, und zwar diese hier, Moment, blendet. Diese hier handelt darum schon, wo Conny größer ist. Conny ist hier schon ein Schulkind. Es gibt auch noch den anderen Zweig, wo Conny noch ein Kindergartenkind ist. Ist auch ganz toll, da haben wir auch ganz viele CDs von, die sich Emily rauf und runter hört. Und da sind eher so ein bisschen, ja, spannende Geschichten und auch ganz viel zum Lernen mit dabei. Die andere stellvertretend für Mädchen, ganz klar, blendet wieder, Bibi und Tina. Werden auch rauf und runter gehört, allen voran, wenn man ein Mädchen hat, so wie es bei uns ist, die Pferde für sich entdeckt hat. Jetzt liegt mir die Maus natürlich permanent in den Ohren. Mama, ich will reiten lernen. Wo ich sagen muss, nee, muss jetzt nicht sein. Hör dir lieber mal das an. Dann natürlich auch noch eine DVD. In diesem Fall auch Bibi und Tina, zwecks Pferde. Jetzt mag der eine oder andere mit erhobenem Zeigefinger dastehen und sagen, um Gottes Willen, 5 Jahre und eine DVD. Ja, mein Kind darf Fernsehen. Ich sage immer, die Dosis macht das Gift. Wenn sich das alles in der Waage hält, Fernsehen, draußen spielen, sich selbst beschäftigen, why not? Ich achte darauf, was Emily guckt. Natürlich, der Kleine, der guckt gezwungenermaßen phasenweise mit. Da achte ich natürlich schon darauf, dass der noch nicht zu viel davon mitbekommt. Es lässt sich aber nicht vermeiden. Und für mich ist alles in Ordnung, solange der Fernsehkonsum nicht den ganzen Tag geht und solange sich meine große Maus ja freiwillig noch nach draußen begibt und sich wahnsinnig gern bewegt. Und es gibt auch Sachen, da kann man auch noch was bei lernen. Dann eine absolute Empfehlung sind Aquabeats. Das ist sowas Ähnliches wie Bügelperlen. Allerdings mit dem großen Vorteil, es muss nicht gebügelt werden, sondern es sind hier so kleine, klitzekleine Perlen, die auf eine Trägerplatte gelegt werden und dann am Ende einfach mit Wasser besprüht werden. Die müssen dann ein bisschen antrocknen, dann kann man das von der Trägerplatte lösen und kann damit wunderschöne, ja, Bilder und Anhänger gestalten und alles Mögliche. Also kann ich echt nur empfehlen. Zeig mal auf der Hinterseite, auf der Rückseite, da ist dann hier noch, seht ihr das? Genau, das sind so Vorlagen.
Die werden dann, Moment, jetzt muss ich hier mal in der Starterbox, zeige ich euch mal. Und zwar ist das hier so eine Trägerplatte. Da kommt hier vorne eine Vorlage mit rein. Die schiebt man sich da, von der Seite geht's. Die schiebt man da hinein und dann legt man da die Perlen drauf. Seht ihr das? Da legt man die Perlen drauf, besprüht das Ganze mit Wasser, dann muss es trocknen und dann zieht man es ab. Ist top aktuell bei Emily. Ich habe hier sogar, sie hat hier sogar ein fertiges kleines. So. Motiv. Kann sie auch ganz alleine machen mit ihren 5 Jahren und ich muss sagen, sie liebt es. Es fördert die Geduld, denn man muss schon ein wenig geduldig sein, um so ein Bild zu legen. Es fördert die Geduld und auch die Motorik und ja, es vergeht kein Tag, wo sie es nicht mal rauskramt, um damit zu spielen. Dann gibt es noch ein, das hat sie von ihren Freunden zum Geburtstag bekommen, ein, ja, wie so ein Setzkasten mit Holzperlen und Anhänger und Bänder. Es ist wie so ein Fädelspiel, aber es können wirklich wunderschöne Ketten draus gefädelt werden. Und da hat sich Emily sogar schon eine ganz tolle Kette mit gefädelt. Ist auch ganz aktuell. Also da sind noch hier Verschlüsse mit dabei, Anhänger, Buchstaben, bunte Perlen, einfach nur in allen möglichen Variationen. Gibt es auch von zig Herstellern und kommt ganz gut an bei so kleinen Mädchen. Dann haben wir noch ein ganz tolles Gesellschaftsspiel, Mauseschlau und Bärenstark. Und ich muss ganz echt sagen, das ist von Ravensburger. Das ist toll. Ich selber habe ein ähnliches Spiel davon. Ich glaube, es hieß Deutschland, Reise oder wir reisen durch Deutschland, an einen 5-jährigen Jungen verschenkt. Alle sind sie total begeistert, denn es sind Spiele, bei denen man noch wirklich was lernen kann, auch als Erwachsener. Wir haben zum Geburtstag von Emily Wissen, Lachen, Sachen machen geschenkt bekommen. Da geht es auch um, jetzt muss ich euch anlügen, ja, da geht es um Wissensfragen, Aufgaben zum Bewegen, Lernen und Lachen. Also ganz toll, Altersangabe ist, glaube ich, auch von 5 bis 99 Jahre, sprich auch Erwachsene können damit Spaß haben. Dann noch eine ganz absolute Empfehlung sind die Ravensburger Tipptoy-Bücher. Und da gibt es eine Kategorie Lernspiel, Lernspielabenteuer. Die greifen eher so auf Vorschulkinder und Schulkinder. Wir haben hier die Variante erste Zahlen und erste Buchstaben. Ich finde die Bücher ganz toll, da die Kinder sich auch damit mal ein wenig alleine beschäftigen können. Natürlich, man braucht den Tipptoy-Stift dazu. Ohne Stift machen sie wenig Sinn. Aber ich merke jetzt so, ab 5 Jahre kann Emily wirklich ganz toll damit was anfangen. Die Aufgaben können super gut gelöst werden. Und ich weiß nicht, wie es in anderen Kindergärten ist. Bei uns ist es so, dass die Kinder hier schon im Kindergarten wirklich zu schreiben anfangen. Und da fand ich die Bücher natürlich ganz toll. Und die werden hier auch in regelmäßigen Abständen einmal rauf und runter gespielt. Das soll es auch schon gewesen sein von den Geschenkideen für ein 5-jähriges Mädchen. Vielleicht war der ein oder andere Tipp für euch mit dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lassen würdet. Vielleicht konnte ich euch damit ein paar Tipps und Anregungen geben für euren Maus oder Mäuserich zum Geburtstag. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder, hoffentlich. Tschüss!